Bevor die neue Woche startet, werden wir nochmal eine schöne Abendrunde genießen mit Elex 2 und mit mir, eurem Gastgeber Twitcher, live aus der Gaming Lounge. Und vielleicht dem einen oder anderen von euch nochmal ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Ja, wir haben beim letzten Mal pausiert, wo Jax einen seltsamen Traum hatte, in dem wir uns jetzt immer noch befinden. Und jetzt müssen wir natürlich mal schauen, was hier los ist. Ob wir gleich aufwachen oder ob wir noch was machen müssen, werden wir jetzt erfahren. Es sind, ich habe mal durchgeschaut, nicht mehr so viele Missionen, es sei denn, die klappen sich nochmal zehnfach auf. Ansonsten werden wir das wohl vorsichtig nächste Woche abschließen können. Und dann startet endlich der Horror-Stream. Aber erstmal das. Viel Spaß. So, Jax, wir sind jetzt hier. Was machen wir denn jetzt? Okay. Was? Ja? Aha, okay, alles klar. Warum sollen wir jetzt hierher kommen? Wir eine kurze Heilung? Wäre jetzt mal sicherheitshalber hier mal speichern. Ja, also nur mal zur Sicherheit. Ja, weiß jetzt nie, was das hier mit diesem Traum auf sich hat. Heyo, Elgis, ich grüße dich. Willkommen zur Abendrunde am Sonntag. Hier ein großes Stück Schokolade. Linke Seite. Ja, schön noch ausklingen, genießen. So. Gut. Ah, der wird jetzt grün. Soll ich jetzt da reingehen oder? Ist der Traum hier drin? Schadensbegrenzung. Oh, die kann ich die bekämpfen? Die waren doch immer so extrem stark. Gut, ich habe gespeichert. Nicht so schlimm, wenn ich jetzt sterbe. Okay, die hauen immer noch richtig zu. Aber ich kann auch ganz gut Schaden jetzt verteilen. Finde ich gut. Danke dir. Ja, gerne. Ich habe schon streammäßig vorab genossen, war bei Queenie drüben. Achso, okay, der ist wieder gesund, oder? Hast du gesagt, er war irgendwie krank? Na gut, ich renne jetzt einfach mal hier vorbei. Ein Krach. Soll ich hier irgendwas machen eigentlich? Nö, nö, nö. Also wirklich. Boah, wie das aussieht. Muss ich wohl doch hier drin was machen? Gibt jetzt keine direkte Aufgabe, was ich jetzt hier. Das Gebiet ist immer sehr, sehr schwer. Boah, diese Spinnenviecher. Einfach durch hier. Lauter Tod an jeder Ecke hier. Wow. Oh shit. Vielleicht muss man hier irgendwie wieder was umbauen.
Oh mein Gott, was für ein Krach, ey. Gut, dass ich jetzt diese Brille aufhabe. Kein Hinterhalt möglich. Da ist was. Und glaube ich hier lang. Oh, Energiekugeln. Oh Gott, da lang oder da lang? Sind die Gänge verbunden? Was ist das hier? Gibt es hier einen großen Schalter? Was wird hier gebaut? Oh, hier werden die Leute umgebaut. Laufen wir jetzt kurz mal gedanklich die Zukunft ab. Sie hat auf Discord geschrieben, dass sie bei 95% ist. Und sie hustet noch ein wenig. Naja, gut. Dann ist die Entscheidung gefallen. Wie die eine Flasche Krebsfolie einstellt. Oh, mit Krebsfolie. Na, das sage ich nicht nein. Achtung, die ist schon offen. Ja, ich schütte mir was ab. Krebsfolie. Oh ja. Aha, hier wird also der Wahnsinn irgendwie per Infusion gespeichert. Kann ich hier hochfliegen? Aha. Ja, hier ist auch nochmal so ein Ding. Okay, also hier werden die wahrscheinlich. Ah, okay. Können wir was mitnehmen? Hier werden die auf jeden Fall umgebaut, die Leute. So, warte mal, kann ich hier mal kurz. Geht nicht kaputt, okay. Geht nicht kaputt. Können wir einfach mal hier weitergehen? Das heißt, wir gehen mal den anderen Gang lang. Oder geht's auch noch lang? Ja, warte mal, gehen wir mal kurz hier lang. Oh oh. Ah. Aha. Shit, ey. Ja, okay, das ist nochmal so ein Laborbereich. Wer weiß, wie die das festlegen, in was du dich verwandeln sollst. Okay, nach kommt er. Und danach? Er ist nach außen. Da hinten ist aber schon wieder einer. Weil ich wusste, dass du da nicht Nein sagen kannst, habe ich sie für dich geöffnet. Ah, das ist aber nett. Danke dir. Ja. Seltsam. Seltsam. Ich habe ja mittlerweile einen Multifunktionsöffner, auch für Flaschen, Gläser und Hilfe bei Dosen. Oh, das ist gut. Sehr praktisch. Was? Was? Aha. Nö, nö. Mein Gott, was sind das für Gänge hier? Was los? Oh no. Okay, gehen wir hier raus. Okay, dann komme ich wieder hier rum.
Man hat ja gar nicht gesehen, ob die irgendwie gelandet sind aus dem All oder. Ja, keine Ahnung, wo ich angehen muss. Kommen wir jetzt mal hier lang. Das sieht alles so gleich aus. Kann sein, dass das die gegenüberliegende Seite ist. Oh shit. Bleib bloß da drüben. Geh hier lang. Ah, hier wieder so eine Spinne. Keine Ahnung, ob ich richtig oder zurückgehe. Muss es doch, wie bei den anderen, gab es immer so einen zentralen Kern. Okay, jetzt bin ich definitiv zurückgegangen. Die Frage ist, wo ist der hier? Also Flaschen mit Schraubverschluss, ja. Letztes Mal, was ich dafür bezahlt habe. 2,75 Euro. Was ist das? Weniger. 1 Euro. Oh. Das ist richtig stabil. Super. Bäh. Das ist super. Dann kannst du mit einem Schlüsselbund machen. Irgendwo unterwegs was trinkst. Oder was holst. Sonst machen sie ja meistens auf. Kannst du das öffnen? Also der Gang geht auch zu dem anderen Gang. Ja, das ist doch der hier. Genau. Jax, wo müssen wir lang? Das scheint ein sehr großes Gebiet zu sein. Ist das ja der Kern? Ah, das sieht anders aus. Mir auch bekannt vor. In so einem Gebiet habe ich schon mal den Schild gefunden. Oh, hier kann ich ja gar nichts drücken. Das ist ja schon alles. Das ist ja schon alles so alt. Also irgendwie. Also vielleicht war das ja auch so, dass das vorher mal was richtig Normales war. Von der Technologie. Und dann hat sich das hier irgendwie durch irgendwas entwickelt. Weil so sieht es aus. Hier ist der. Nee, zu groß dafür. Achso. Einfach ab und zu mal bei den 1 Euro Angeboten beim Einkaufen reinsehen. Oh, kann man machen auf jeden Fall. Da kann man schon was Gutes finden. Kann ich nichts hier machen. Seltsam.
merkwürdig. Ah, da hinten ist was. Da hinten. Oh Gott. Aber ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, hier liegt nämlich nichts mehr. Bin eh gleich tot. Aber wieso schickt mich der Traum nochmal hierher, wenn ich hier schon... Hier oben war, glaube ich, eine legendäre Waffe. Die habe ich mir geholt. Warum schickst du mich nochmal hierher? Warte mal, vielleicht jetzt hier runter. Ah, ich habe nichts mehr zum... Ach, scheiße. Keine Medizin mehr hier. Was, das ist Gift hier unten? Ach, nö. Okay, Da habe ich auch die Haken her, die Band auch halt. Ah. Bleib bei uns, geh bloß nicht ins Licht. Die Gegner zu vernichten. Okay, das finde ich ja seltsam. Also. Okay, das ist wie. Seltsam, kann ich denn noch was anderes starten oder ist das jetzt hier durch den Traum? Okay, ich reise einfach mal zu Victor. Merkwürdig. Ja. So schlecht. Bloß nach 6 Uhr hatte einer angefangen, die Bänke auf dem Flur bei sich reinzuräumen und dabei richtig... Oh. Am Sonntag um 6, was ist denn das? Ja, das kann ich nachvollziehen. Hat er gedacht, es ist abends oder was? Richtig hochgezogen und dann alles gekratzt, wie verrückt. Na super. Bin davon aufgewacht und brauchte eine geschlagene Stunde, um wieder einzuschlafen. Boah. Naja, nicht auf die Zeit geachtet, ja. Was für eine Nuss, ey. Ohne Schlaf. Seltsam. Armageddon. Hallo. Bald sage ich nicht mehr Hallo, dann muss ich bestimmt gegen die kämpfen. Geht er direkt hier jetzt? Ja, das ist der. Hier ist er. Nicht, oder? Nee. Der läuft ja immer hier rum.
Oh Gott, der hat keinen Körper. Oh Gott. Da steht er mir hier hinten an der Fackel. Victor. Okay, hier mein Bericht über die anstehende Nation der sechsten Macht. Ich bin ganz Ohr. Die sechste Macht ist eine sehr ambitionierte Truppe. Darum muss ich immer wieder bei ihnen nach dem Rechten sehen. Des Weiteren bleibt noch der Nicht-Angriffspakt mit. Hm? Habe ich doch schon mal gemacht. Okay. Hm. Gehen wir mal zu Nasty. Vielleicht sprichst du mich direkt an und sagst, ah, ich habe wieder einen neuen Plan. Was heißt, sie gesagt hat, die hat noch so viele auf der schwarzen Liste. Das erfreut mich nicht so sehr. Ganz genau, ich dachte erst, dass da jemand den Tisch im Gemeinschaftsraum schiebt. Okay. Wir sind quitt, ich habe ihm einen ordentlichen Schrecken verpasst, als er die wieder rausgeräumt hat. Und ich war da tatsächlich schon wieder wach gegen 10 Uhr. Ah. Der hat die reingeräumt. Du hast die wieder rausgeräumt. Und dann kommt wieder raus und denkt, was? Habe ich die nicht gerade reingeräumt? Aber nicht um diese Uhrzeit. Achso, ich habe noch alle Bremsdüsen. Da steht sie. Komm schon weiter. Hör mal, du Vogel, eins noch. Hast du in letzter Zeit zu wenig Schlaf gekriegt oder was? Ja, ich weiß, ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. Alles okay? Geht so. Geht so. Okay, sie ist also noch nicht bereit. Muss ich natürlich mal den... Boni finden. So denn? Direkt. Boni! Oh! Commander, eine weitere Ortung von Kontrollknotenchips der Skyans. Sehr gut, ich habe schon darauf gewartet. Wo sind Sie diesmal? In Ignadon. Ich frage mich immer noch, was ist an der Technologie der alten Welt so interessant für diese hochentwickelte Spezies? Die Antwort gibt uns vielleicht ein weiterer Scan. Bei dir klingt das immer so einfach. Relative Einfachheit. Fehlende Informationen bedeuten, wir können die Frage nicht beantworten. Eine umfassende Analyse bringt Informationen und die Wahrscheinlichkeit steigt, die Frage möglicherweise beantworten zu können. Sag ich ja. Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität wird umgehend empfohlen. Ja, bitte. Ja, mach mal hier Geisttraining. Lass uns mit meinem speziellen Geisttraining beginnen. Ja, Commander. Starte Trainingsprotokoll. Danke, das reicht hoffentlich wieder für eine Weile. Stand by. Verdammt. Ich habe den Eindruck, dass Dawkins mich hinhält. Leider kann ich das weder beweisen noch ändern. Ich kann nur hoffen, dass die Infektion nicht voll ausbricht, bis ich meine Ziele erreicht habe. Am Ende wären wir einer von denen und dann... Naja. Ja, die Wohnungstür zumacht, kann ich die nicht rausräumen. Nein, im Ellenbogen hast du recht nicht. Der Ellenbogen macht das schon. Er räumt das ganz schnell raus und dann hat er sich gewundert.
Was hat er gesagt in... Jetzt los! Tanten jagen. Hey, hör zu, ich... ich brauche... Ach, wirklich? Wow, das ist ja mal was Neues. Ja, aber mach nicht so einen großen Wirbel darum, okay? Klar. Ich hab mal über deine blöden Sprüche nachgedacht. Naja, das... Die sind nicht blöd. So meine ich. Interessant, und? Tja, ich krieg das alles nicht so richtig in meinen Schädel. Wäre ich nicht schon so lange an Baxters Seite, würde ich vermutlich zu dem Schluss kommen... Naja. Dass Baxter dich auflaufen lassen will, hm? Sag das nicht so laut, das ist Verrat. Ich bin Outlaw und unterstehe direkt dem Duke von Arteris. Und trotzdem bist du Vollidiot, nur Dreck unter seinen Fingernägeln. Aber was habe ich damit zu tun? Nun, es ist mal wieder Zeit. Ich muss meinen monatlichen Bericht beim Duke abgeben. Das verlangt er von allen, die er persönlich beaufsichtigt. Ich muss auf jeden Fall in absehbarer Zeit bei ihm vorsprechen und meinen Bericht vorlegen. Das wird spannend. Ja, du Arsch. Und weil du vielleicht recht hast mit deinem Gelaber, wirst du mich dahin begleiten. Oh, was? Du willst Schützenhilfe von Duke? Von mir? Wenn Baxter wirklich meinen Arsch braten will, dann dein gleich mit. Nein, nicht meiner, deiner. Dann werde ich dich wie einen nassen Lappen zu ihm zerren. Du weißt schon, wer beim letzten Mal gewonnen hat, was? Ja, aber schau, der Ellenbogen macht das schon. In welcher Welt lebst du? In der Welt, wo dein Ellenbogen das kann. Na gut. In Ordnung. Ich bring dich zum Duke und halte dein Händchen bei deinem Monatsbericht. Ah, du hast es gerade. Bulli gefällt es sehr. Bei den ganzen Kompromissen, die du bei der Scheiße in der Bastion eingehst. Du kannst mir doch erzählen, was du willst. Voll dahinter stehst du bei der sechsten Machtgeschichte wohl auch nicht. Ich will nur die Welt retten, wie bei jedem Spiel. Wenn es nicht klappt, dann zerstöre ich alles. Wenn du dich da mal nicht täuscht. Ach komm, hör auf, je schneller wir das hinter uns bringen. Aber sonst finde ich die Interaktion schon ganz witzig zu manchen Gesprächen. Und vergiss nicht, mich mitzunehmen. Na gut. Mitkommen. Mitkommen. Hab's kapiert. Also jetzt direkt mit Marker oder? Ah, hier. Der Duke von Arteris will seinen Monatsbericht. Bulli möchte, dass ich dabei bin. Alles klar. Bis hier rüber. Dann können wir wieder hier... Das nehme ich jetzt mal raus. Dann können wir hier hin und rüber fliegen. Super Sache. Das schreit nach, ja. Was willst du tun, speichern. Wenn er nur mir ans Leder will? Die Antwort darauf solltest du kennen. Die Antwort sollte ich kennen. So. Mal außen lang. Lee.
Jetzt wird's bestimmt witzig. Was ist hier los? Aha. Ich sehe dich. Vergiss das nicht. Ja, na klar, siehst du mich, weil ich ja mit dir rede, du Nuss. Was soll denn? Ach du Scheiße! Jetzt habe ich das Elix aus Reflex mitgenommen. Na gut, scheint ihn nicht zu sehr zu stören. Wo ist denn der jetzt? Ich denke, der kommt mit. Na Bulli, was ist denn das? Na komm. Ich stehe einfach auf diese Schiene. War ja eh nur eins gewesen, ja. Ja, ich weiß, der Müll quillt aus allen Ecken und es stinkt. Aber irgendwie stinkt es nach Heimat. Das neue Parfüm. Heimat. Irgendwie fehlt mir gerade so ein bisschen der Anreiz, zum Duke zu stiefeln. Wenn Baxter dich erwischen will, dann wird er es auch schaffen. Früher oder später. Also kannst du auch gleich zu ihm gehen. Ja, wir gehen ja jetzt zu ihm hin. Ich war ja gerade da. Aber du musst noch mit. Du wurdest bestohlen, du Idiot. Hättest mal besser nüchtern bleiben sollen. Und was mache ich jetzt? Ich steck mir eine an. Was du machst, ist mir egal. War ja klar. Toll. Sag mal. Sein. So, was ist jetzt? Es ist dein Monatsbericht, Bulli, nicht meiner. Ja, ja, beweg dich. Ja, wir müssen ja erstmal hingehen. Nee, Moment, das ist was anderes. Okay. Kann ich irgendwie hier rumgehen und dann hier rum? Und dann kann ich da rumgehen. Ja. Überhaupt nah. Naja. Mach schon. Baxter wird nicht ewig auf uns warten. Hä, was ist Weg? Kann ich doch gar nicht rüber. Ist doch aber da hinten, nicht wahr? Ja, okay, dann können wir einfach hier rüber. Ach, jetzt kann sie trotzdem fliegen, was? Das hier. Wir reden später. Aha. Oh. So, hier ist er. Muss ich wo anfangen? So, was wird das hier? Dauerlutscherparade?
Ich bin hier, um meinen Monatsbericht abzugeben. Ah ja, sehr brav. Und, was gibt es zu berichten? Ich gehe davon aus, dass alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen ist. Komm schon, Baxter, lassen wir das. Du weißt genau, dass jeder deiner letzten Aufträge zum Scheitern verurteilt war. Allerdings, das ist mir in der Tat auch aufgefallen, Bully. Tja, was machen wir denn da? Kann es sein, dass dir nur der richtige Anreiz gefehlt hat? Ich war bei seinen Missionen dabei. Wie das denn? Er hat mich mitgenommen. Keine davon war wirklich zu schaffen. Ach, tatsächlich? Und warum glaubst du, sollte ich Wert auf deine Meinung legen, du Penner? Bully sollte auf dich aufpassen. Keiner sagte was davon, dass er dich gegen mich aufstacheln sollte. Noch so ein Minuspunkt auf Bullys Liste. Ah, wir kommen zurück. Ja, alles klar. Bully ist zwar ein Arsch, aber er ist dir gegenüber immer loyal gewesen. Das werde ich mir merken. Na schön. Ich sag dir, was wir jetzt machen werden. Ich habe dann noch einen Auftrag für dich, Bully. Wenn du den auch verkackst. Ich hab schon verstanden. Was willst du? Was soll ich machen? Ich hab da so einen Quacksalber aufgegabelt. Der hat mir zugesichert, dass er unsere Stems verbessern kann. Er braucht dazu einige Proben dieser Viecher aus den dunklen Türmen. Du willst Bully dunkles Elix sammeln lassen, um daraus Stims herzustellen? Brauche ich einen Wiederkäuer oder was? Ja, das habe ich gesagt. Wer ist dieser Quacksalber? Ein absoluter Spitzenmann. Und du hörst auf, mir blöde Fragen zu stellen. Sonst ist es das Letzte, was du tun wirst. Ist das klar? Das mache ich nicht. Was hast du gerade gesagt? Ich habe mich da wohl verhört. Ich war lange genug draußen und habe gesehen, was dieses dunkle Zeug mit den Menschen macht. Also, gegen die Biester kämpfen ist eine Sache. Aber sie ausnehmen. Ich pack das Zeug nicht an. Ach nee. Da sind dir wohl ein paar Haare am Sack gewachsen, seit du mit dem Kerl hier unterwegs bist, was? Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Rückgrat, mein Freund. Ich warne dich. Ist mir egal, das dunkle Zeug packe ich nicht an. Schick jemand anderen. Bully, Bully. Was soll ich bloß mit dir machen? Hey, Fresse halten, habe ich gesagt. Hör zu, Bully. Du lässt mir keine Wahl, als dich zu degradieren. Die dicken Aufträge kriegst du also bis auf Weiteres erst einmal nicht mehr. Ab heute bist du mein Botenjunge und wirst kleinere Aufträge übernehmen, die sonst keiner machen will. Komm schon, was soll das? Ich hab mir für dich jahrelang den Arsch aufgerissen und du weißt das auch. Das ist der Grund, warum ich dich nicht gleich in der Gosse verrecken lasse. Also, halt die Schnauze und hör zu. Ich hab da einen größeren Coup geplant. Deine alte Wüstenteufel-Gang wird das dieses Mal übernehmen. Wie du weißt, sind sie seit geraumer Zeit getrennt voneinander im Außendienst unterwegs. Sie wissen auch alle schon, worum es geht. Ich musste noch ein paar Vorbereitungen dafür abschließen, aber jetzt ist es soweit, dass deine alten Kumpels loslegen können. Geh und such sie, wo auch immer sie herumhängen mögen, und sag ihnen das Passwort. Dann wissen sie schon, was zu tun ist. Wie lautet das Passwort? Das Kalb geht zum Schlachter. Kannst du dir das merken? Klar. Und das ist alles? Das ist alles. Und vergeig es nicht wieder, klar? So, und jetzt geht mir aus den Augen, ihr Flachzangen. Ich hab zu tun. Das war gut. Der hier muss weg.
Wüstenteufel? So haben wir uns damals genannt. Eine Gruppe von Halsabschneidern, die Tavar unsicher gemacht hat. Ein ziemlich cooler Haufen. Wir haben geklaut wie die Raben und jeder konnte sich auf den anderen verlassen. Das war zu der Zeit, als Baxter noch im Vor von Tavar das Sagen hatte. Tja, er hat wohl ordentlich federn lassen müssen über die Jahre. Ja, irgendwann ist jeder seinen eigenen Weg gegangen, wie das halt so ist. Okay, und was jetzt? Hast du doch gehört, ich muss die ehemaligen Wüstenteufel ausfindig machen und ihnen die Nachricht übermitteln. Du kennst den Duke ja eigentlich ziemlich gut. Was könnte die Nachricht an deine ehemaligen Waffengefährten bedeuten? Hört sich nach fetter Beute an. Vermutlich ein Überfall auf einen Konvoi oder so etwas. Egal, ich bin sowieso nicht dabei. Ist dann eben so. Ich werde mal meine Fühler ausstrecken und die Wüstenteufel suchen. Wenn ich einen von ihnen gefunden habe, wirst du mich dahin begleiten. Ach ja? Hey, ich bin immer noch dein Aufpasser. So lange, bis Baxter mir sagt, dass ich es nicht mehr bin. Also? Na schön. So sieht's aus. Na gut. Jetzt können wir nochmal mit Attila sprechen. Ob wir da noch mal kämpfen können? Was hat die denn für komische Anfälle gehabt? Ah ja, so einiges seltsam. Es grenzt schon an ein Wunder, dass die Morkons hier unten so lange überlebt haben. Wenn ich in so einer Höhle leben müsste, wäre ich längst durchgedreht und hätte ein paar Köpfe eingeschlagen, nur um hier wieder rauszukommen. Ja. Was ist das hier? Igor. Ich habe gesagt, was es zu sagen gab. Also, verschwinde. Wache? Was? Der ist direkt über mir? Komm ich denn da jetzt nochmal hin? Also manche Wege hier unten, da kommen sie gar nicht durch. Stillstand überkomme dich. Stillstand. Cooler Name. Oha, hier. Also ist jetzt so lange wieder an unserer Seite, bis wieder mal was kommt. Wie komme ich denn jetzt da nochmal dorthin? Was ist denn das? Irgendwie hier so rüberkommen. Waffenhändler.
Hier geht's ja nur runter in die... In die Bar. Wir sollten erstmal vor unserer eigenen Haustür kehren. Genau. Ne, das ist alles oben. Die Halsabschneider werden nicht weniger. Oder war das der ganz schmale Gang? Bring mir etwas über den Kampf. Allzu gern. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen Stärke. Konstitution. Nee. Mhm. Okay, wenn ich jetzt hier lang gehe. Gab es nicht mal so eine freie Fläche, wo ich hochfliegen konnte? Ist das hier hinten? Hier ist zu, okay. Hier geht es, glaube ich, runter wieder in den Gang. Genau, also hier ist auch nicht richtig. Muss ich doch wieder ganz vor. Ich habe mich weggeschmissen, weil ich den so witzig fand. Ja, das ist gut, wenn es zündet. Ein guter Witz dabei. Kann man sich ja mal austoben, ja? Kreativität. Finde ich immer gut. Aber was ich gar nicht gut finde, wenn ich hier rumirre. Ja, jetzt würden die Gänge jedes Mal hier neu bauen. Okay, lass jetzt mal hier hochgehen. Da irgendwie. Ja, aber nochmal hoch. Was ist denn hier hinten? Hier hinten. Oder der Gang hier. Der könnte es jetzt auch sein. Ah, ja. Ja, das sieht gut aus. Mit denen werde ich fertig. Ja, okay, alles klar. Also dann den Gang lang, okay. Schlechte Befestigung. Hier konnte damals doch sicher fast jeder einfach durch. Was ist der? Hat er sich gerade hingelegt hier unten? Attila, bist du das hier? Wer ist denn das hier? Attila, hey. Gut, dich zu treffen. Die Arena will Blut sehen. Wenn du willst, kannst du gleich loslegen. Okay, das machen wir gleich. Ich werde mal kurz speichern, weil ich überhaupt nicht, ja, weiß, welche Stufe da kommt. Und so sind wir auf der sicheren Seite. So, warte, bevor du schläfst. Ich will kämpfen. Gut. Deine erste Herausforderung hast du gemeistert. Kommen wir zur zweiten. Oder deiner letzten. Das hängt vom Ausgang ab. Zerbrich dir darüber mal nicht den Kopf. Große Reden habe ich im Laufe meines Lebens oft gehört. Ich führe dich in die Arena. Mach dich bereit. Ach du Scheiße. Aber Bully, ich hoffe, du kämpfst mit. Na toll. Die sind schon scheiße, die Viecher. Yeah.
Boah, ich bin gleich wieder tot, ey. Wirkt das überhaupt noch? Ja, es wirkt noch. Schön vergiften. Oh, Gott sei Dank. Scheusal, okay. Weiß gar nicht, wie viele Stufen das hier sind. Gib mir mal ein bisschen Energie. Du hast ja kaum Energie. Nimm mal die Waffe. Okay, den haben wir gleich. Boah! Verzieh dich, heute ist Sonntag. Ich frage mich, wer diese umgebaut hat. Wer ist denn das gewesen? Ah, das war zu kurz. Zweite Herausforderung. Wieso abgeschlossen? Der lebt doch noch. Jetzt ist er tot. Ich nehme ein bisschen Energie. Zum Glück ist der mit dabei. Sonst wäre es echt schwierig gewesen. Gut gemacht, Bulli. Danke dir. Okay. Oh, die dritte Runde ist bestimmt ein Bergtroll oder sowas. Müssen wir an den Hebel. Was haben die mit dem Vieh gemacht, ey? Aber wer hat denn das gebaut? So, hier müssen wir jetzt hin. Ich war damals auch kreativ. Irgendein Buch gegriffen, einfach aufgeschlagen, mit dem Finger rauf gezeigt und der nächste Name am Finger ist es dann geworden. Na, auch nicht schlecht, ja. Dann bist du den Level 24 geworden. Beim letzten Mal. Ah. So sieht wahre Begeisterung aus. Ja. Das sollen wir auch mitkriegen, nicht wahr? Deine Gegner noch Zuckungen, ja. So, wie sieht's aus hier? Attila. Eine beachtliche Vorstellung, alles was recht ist. Es war mir eine Ehre, Zeuge sein zu dürfen. Diese Gegenstände stehen jetzt dir. Okay, danke. Ravak, wenn ich nur die Kraft hätte, es dir gleich. Ja, du warst bestimmt mal ein krasser Kämpfer. Es könnte auch sein, dass wir am Ende gegen den doch nochmal kämpfen müssen. Also, doch kämpfen müssen. Kraft ist nicht alles, die Erfahrung ist es, Mut zu sprechen. Gut, das habe ich beim ersten Mal genommen. Ich nehme jetzt natürlich das hier. Vergiss das. In deinem Alter sollte man es nicht darauf ankommen lassen. Mir fällt es wohl schwer, loszulassen. Ja. Aber ich sollte nicht so viel reden. Es gibt viel zu tun. Komm später vorbei, wenn du bereit bist, die nächste Herausforderung anzugehen. In der Zwischenzeit treffe ich die Vorbereitungen und lasse die Unordnung in der Arena beseitigen. Gut, das heißt, es ist jetzt erstmal wieder inaktiv, aber war doch gut. Da muss ich schon geschlafen haben. Sorry, ja. Ja, da hast du schon geschlafen. Ah. Okay, cool. Haben wir gepackt. Also ich würde mal denken, das nächste Mal ist es ein Troll oder so. Okay. Dann gehen wir zu. Jetzt haben wir hier ein Tavar. Gas in der Mine. Ich bin da schon mal reingerannt mit Schutzmaske, aber ich habe irgendwie nichts gefunden mit dem Gas. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das brauchen wir eigentlich auch nicht machen. Geschriebenes. Hauptmission ist das. Lila ist das neue Blau. Muss ich sie zu den Wandlungsorten der Skyaniden führen? Hm. Okay, sie müsste uns dann ansprechen. Selbstversuch, ob man das so findet. Gehen wir das nochmal durch.
jetzt hier. Mal sehen, ob sie was sagt, dass, ob wir das starten können. Mal sehen, was sie da rausbekommen bei der Untersuchung. Komm mit. Ihr seid doch schon genug. Ich. Mitkommen. Alles klar. So, schauen wir mal. Klappt das? Wird dir was angezeigt? Also geht auch nicht. Finde ich immer super sowas. Gut, gehen wir mal zu ihr, mal sehen, ob sie reagiert direkt. Nicht so aus. Alles okay? Geht so. Geht so. Sie nennen dich das Orakel? Ja, ich bringe Ihnen die Lehren der Erde Magallans. Die Stimme aus dem Erdreich. Ich kann sie hören und kenne ihre Bedürfnisse. Du redest vom Elex. Ist das nicht das Gleiche? Sie trauen meinem Urteil und sprechen mir aufgrund meines Wissens gewisse prophetische Fähigkeiten zu. Und? Wie geht es dir damit? Es ist oft sehr nützlich, aber auch zuweilen eine schwere Bürde. Manchmal würde ich am liebsten weglaufen und nie wieder zurückkommen. Hm. Ja, das kenne ich. Mhm. Gut, geht auch nicht. Gut, probieren wir das jetzt mal. Gift, wo wir wieder schön sterben werden. Ging es, glaube ich, rein. Gut, starten wir von hier vom Leuchtturm. Aber wir haben ja jetzt auch Resistenzen. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Ich dachte, dass wir irgendwie was finden müssen, ein Ventil oder irgendwas einstellen und dann kann man da was machen. Dann überlebt man das. Geht das schon los mit dem Zeug? Ich bin nicht gut. No, was?
Ja, hier waren wir ja schon. Werde ich mal die andere Brille wieder aufsetzen. Gefangen in einer Bruchbude. Da kommst du nicht mehr raus. Blätter. So, und dann brauche ich noch die Gasmaske. Aber wo haben wir denn die gelassen? Na nu. Oh, die habe ich wahrscheinlich abgegeben. Nein, habe ich nicht. So, nee, warte mal, hier müssen wir. Ich werde hier auf dich warten. Stimmt, die geht ja nie mit rein. Mist. Gut, gespeichert, dann warte mal. Was muss ich hier eigentlich finden? Ich werde hier auf dich warten. Der dämliche Hund, mehr abhauen, abbauen und schneller arbeiten, sagt er. Muss ich ja nicht mit dem hartnäckigen Gestein herumärgern. Soll der Idiot sich selbst mal in den Dreck schmeißen und was tun. Ob Scrabby weiß, wie Chrom mit uns umgeht? Chrom. Dahin geht auch noch ein Gang lang. Besser, ich verschwinde hier. Ich weiß nicht genau, was ich hier. Was will ich denn hier eigentlich mitnehmen? Das Gebiet ist riesig hier. Das hier scheint die Quelle der giftigen Gase zu sein. Was? Ich sollte Scrappy davon erzählen, dass sich diese Quelle nicht schließen lässt. Die Quelle? Habe ich das jetzt? Warte. Was? Ich kann mich gar nicht heilen. Also. Komm schon. Geh voraus, ich folge dir. Boah. Da müssen wir erstmal was essen hier. Was ist das überhaupt? Bratenes Setzerbrot. Ich glaube, das war's. Oh mein Gott.
Jetzt müssen wir zu dem, zum Scrabby. Warte mal, wieso zeigt das so... War das nicht gleich um die Ecke hier? Oh, wir waren doch weiter weg, als ich dachte, ja. Ja, okay, alles klar. Ich muss erstmal was anderes essen, falls irgendwas geflogen kommt. Ja, das schmeckt gut. Merkt den Weg und dann geht es schneller mit jedem Mal. Ja, bloß wenn du aus einer anderen Richtung kommst, musst du nochmal neu gucken. Ja, ich finde das schon. Wie schnell sie denn immer da ist, wenn ich lande? Ich war in der Mine und habe die Gasquelle gefunden. Im hinteren Teil der Mine treten große Mengen davon aus. Ich glaube nicht, dass man die Quelle wieder verschließen kann. Verdammt. Also haben wir keine Chance, das Zeug wieder loszuwerden? Sieht so aus. So ein Dreck. Aber schlau wie Scrappy ist, hat er schon eine Idee. Aber erstmal zu dir. Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Lass dich davon mal untersuchen. Sicher ist sicher. Gas ist gefährlich. Was hast du für eine Idee gehabt? Masken. Wir brauchen Gasmasken. Ich meine eigentlich den Hinweg, weil du nicht rein konntest. Ach so, ja. Stimmt. Woher bekommen wir Gasmasken? Leute nur mit Gasmasken in der Mine schuften zu lassen, ist ein ziemliches Risiko. Aber keine Wahl, wir brauchen das Eisen. Du wirst auch neue Leute brauchen. Ah, scheiße, da sagst du was. Masken können wir bestimmt von den Morkons kaufen, falls gerade einer ihrer Händler im Vor ist. Die Jungs leben ja unterirdisch, die haben sonst Zeug. Ich werde mal sehen, ob ich welche finde. Hier, das sollte reichen, um die Masken zu kaufen. So, jetzt muss ich mir noch überlegen, wie ich neue Arbeiter bekomme. Aber man hat schon gemerkt, die Resistenz hat schon gut mich beschützt. Es wäre sonst ganz schnell weg gewesen. Umso schneller kommt man dann ja beim nächsten Mal hin, wenn man nicht gerade ich ist. Aber es gibt halt, wie gesagt, noch so eine Doppelverzweigung. Wenn du da in die andere Richtung gerannt wärst, ja, wäre es vorbei gewesen. Ja, ich speichere gleich. Wie viele Gasmasken brauchst du? 5 Stück sollten erstmal reichen. Schau dich mal im Händlerviertel um. Müsstest du da kaufen können. Wenn wir ganz viel Pech haben, müssen wir zu den Morkons. Die haben auf jeden Fall welche. Was hast du jetzt wegen den Minenarbeitern vor? Ich denke, wir sollten einfach ein paar Zettel anbringen, dass die Mine neue Männer braucht. Hab eh noch welche von den Dingern. Am besten gehst du zu den schwarzen Brettern und hängst da welche auf. Ich werde mich um den Bereich am Haupttor kümmern. Wo finde ich die schwarzen Bretter? 1 ist bei Chloes Kneipe, 1 bei den Feldern und 1 in der Nähe von Skinnys Suppenküche. Aber sei bei den Feldern vorsichtig. Thorhild könnte das nicht gefallen, wenn wir versuchen, ihre Arbeiter abzuwerben. Alles klar, dann mal los. Wenn du mich suchst, findest du mich irgendwo am Haupttor. Ja, den Weg darf man dann nicht mehr nehmen, das stimmt.
Geht's dir gut? Na klar, danke. Okay. Gasmasken. Okay. Hier ist noch die Bestie irgendwo. Gut festgehalten, Jax. Ach, hier ist ja noch einer. Mann, tut es gut, dich zu sehen. Die Flucht aus der Grotte war wirklich ein Abenteuer, das ich gern mit dir geteilt hätte. Ja. Aber ich war in guter Begleitung. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Einen Moment. Ja, die sind ja geflohen. Sind jetzt in Sicherheit. Guck mal, wer uns besucht. Erinnerst du dich? Ich hab dir von ihm erzählt. Na komm schon, er ist unser Freund. Oh. Tamara. Ah, sie rennt weg. Meine Tochter hat ihren eigenen Kopf. Tut mir leid. Sie hatte kaum Kontakt zu anderen Menschen. Aus Angst vor den Resistenten haben wir sie in der Grotte unter einer Bodenklappe versteckt. Aber sie taut schon noch auf, da mache ich mir keine Sorgen. In jedem Fall läuft bei mir alles wie gehabt. Wenn du etwas brauchst, frag mich einfach. Woher hast du die Ware? Da muss ich mich bei Chloe bedanken. Sie hat alles in ihrer Macht Stehende getan, damit wir über die Runden kommen. Vieles von dem, was ich dir anbiete, hat man uns auf ihre Anweisung hin zur Verfügung gestellt. So einen Zusammenhalt findest du unter den Morkons nicht. Aber genug von der Vergangenheit. Meine Familie ist sicher. Das zählt. Ich bin froh, dass ihr unbeschadet hier angekommen seid. Ach, selbstredend. Wenn jemand meiner Familie zu nahe kommt, krempel ich die Ärmel hoch und verpasse ihm was. Beschweren können wir uns nicht. Wir sind gut versorgt. Wenn ihr was braucht, ruft mich einfach. Danke, aber das wird hoffentlich nicht nötig sein. Wenn mir noch ein offenes Wort gestattet ist, mach's nie wie ich und setz das Leben deiner Liebsten aufs Spiel. Eine Lektion, die ich jetzt begriffen habe. Schön. Lass uns handeln. Sicher doch. Ich habe die Gasmasken, die Scrappy braucht. Ich sollte sie zu ihm bringen. Nicht schlecht. Ja, aber jetzt direkt, oder? Ah. Scrappy! Ich habe die Gasmasken, die du brauchst.
hast echt welche gekriegt? Du bist echt ein guter, weißt du das? Oh. Danke dir. Du hast echt so viel für mich getan. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken könnte. Weißt du was? Hier, nimm noch was von Fenris Kohle. Hast du dir verdient. Yay. Gut, dann haben wir das. Dann brauchen wir noch das hier. Okay. Okay, also zu der Markierung. Energieriegel, das ist gut. Aha, hier. Erledigt. Gut. Der Norden ist verloren. Hier ist auch noch was. Da hält sie dich nicht fest. Ach da. Erledigt. Jetzt reicht es mir aber. Was? Was ist da los? Was denkst du, machst du da? Ich soll für Scrappy nach neuen Minenarbeitern suchen. Geh zu Thorhild und hol dir erstmal ihre Erlaubnis ein, bevor du hier ihre Arbeiter abwirbst. Ah. So, wir machen das jetzt natürlich anders. Aber wollt ihr ja nicht das
Eicher. Achso, das ist alles gebraten. Er wollte das Fleisch gar nicht gebraten haben. Die Gasmaske brauche ich jetzt nicht mehr. Da können wir Sonnenbrille aufsetzen für Gegenstände. Ach, Scheiße. Geht's dir gut? Na klar, danke. Die Regeneration dauert extrem lang. Kann gar nicht speichern. Jetzt. Aber es kann sein, dass wir dann kämpfen müssen. Ich sollte mit Thorhild sprechen, bevor ich hier ihre Arbeiter abwerbe. Erledigt. Ich sollte zu Scrappy zurückkehren. Er müsste noch irgendwo im Vor sein. Sag mal, direkt vor meinen Augen oder was? Du bist ja dreist. Ich lasse den Zettel dran, aber glaube nicht, dass Thorhild das gefallen wird. Okay. Naja. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Mal sehen, ob das dann nochmal zurückkommt und wir vielleicht kämpfen müssen. Aber fürs Erste haben wir das erstmal gepackt und jetzt müssen wir zu Scrappy nochmal hin. Wo sind die jetzt eigentlich genau? Achso. Direkt noch hier. An der Bar. Auch ein bisschen Durst bekommen. Na komm schon. Noch hoch, oder? Da kommt er schon. Ich habe die Aushänge angebracht. Sauber, mein Jung. Hier, das ist für dich. War's echt eine Riesenhilfe. Das war's. Wir haben's echt. Jawohl. Bald können wir die Mine wieder in Betrieb nehmen. Ich sorge dafür, dass Fenris erfahren wird, was du für mich getan hast. Vielen Dank nochmal für alles. Ich werde jetzt meine neuen Arbeiter zusammentrommeln und mit ihnen zur Mine gehen. Also, falls du noch was willst, findest mich bei der Mine. Wir sehen uns. Ah, Scrappy ist echt gut. Es gibt Schwierigkeiten beim Anbringen der Aushänge. Lass mich raten. Thorhild hat was dagegen. Richtig. Nicht so wild, habe ich mir eh schon gedacht. Hast den Wisch trotzdem hingehängt? Ja, habe ich. Du bist mir ja eine. Das wird hier gar nicht sein. Bring mir was bei. Sicher, sicher. Erst um Erlaubnis gefragt und dann bei Verneinung das trotzdem aufgehangen. Ich bin dazu vorgekommen. Weil ich dachte mir, entweder die sagt nein oder wir müssen kämpfen. So habe ich mir überlegt, na komm, jetzt machst du es doch gleich dran hier. Ah, sehr schön. Bergbau. Das mache ich jetzt mal. Oder warte mal, das ist vielleicht... Ja, komm. So, mehr Ausbeute. Jawohl. Gut. Gut. Okay, dann haben wir das. Mach zu, das Ding. Das ist einfach nur so. Hm.
Aber wo bekomme ich denn diese Viecher her? Aber wenn ich mit der rede, die hat mir doch gar nichts gezeigt, oder? Oder ist es jetzt noch dazugekommen? Nyra. Ja, wir checken das mal kurz aus und dann gehen wir wieder zu den anderen Punkten. Dann muss ich mal schauen, ob das mit dem Fleisch klappt. Ansonsten irgendwo zum Händler gehen. Das darf nicht gebraten sein, wie es aussieht. Wir müssen nochmal mit dem Android reden. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ah, schön gedanced. So, das ist direkt nicht hier. Sondern noch ein Stück weiter. Weil mir hier ist, glaube ich, zu, oder? Oh, hier kommen wir nicht durch. Ja. Ah, da ist er. Da bist du ja. Ich habe dich schon gesucht. Mich? Ja, die Innereien der Rottmolche, die du mir gebracht hast, waren ein voller Erfolg bei meinen Schülern. Yes. Ich würde dich selbstverständlich wieder bezahlen, um dich zu motivieren. Wenn du also mal wieder Mutanten jagen willst, sag Bescheid. Wegen der Mutanten. Was soll ich dir diesmal bringen? Nichts. Es muss etwas weggebracht werden. Du erinnerst dich an die Köder, die ich mit meinen Schülern ausgelegt hatte, um die Rottmolche anzulocken? Die ihr mit Kontrastmittel versehen hattet. Um die Innereien, die du uns besorgen solltest, zum Leuchten zu bringen. Genau. Ich kann mit meinen Schülern selbstverständlich nicht gefährlichere Mutanten außer Rottmolche anlocken. Aber du kannst das. Ich soll also Köder auslegen, um Mutanten anzulocken. Klingt gefährlich. Deswegen kann ich es nicht mit dem Nachwuchs machen. Und dies ist auch der Grund, warum ich dich angemessen bezahlen werde. Je höher das Risiko, desto größer muss die Motivation sein. Die Grundregel emotionaler Beeinflussung. Mit welchen Mutanten werde ich es zu tun haben? Hoffentlich mit gar keinen, da du nur Köder auslegen sollst. Fragt sich nur, ob das klappt. Wir versuchen, Häscher anzulocken. Diese Mutanten, die den Menschen noch recht ähnlich sehen und Waffen benutzen. Ihre Gehirne sind für unseren Unterricht perfekt geeignet. Ah, das ist gut. Sie sind ein Wunderwerk unserer Biotech-Ingenieure von damals. Wo soll ich die Köder auslegen? Wichtig ist nicht nur wo, sondern auch wie. Wenn du gerade Richtung Süden läufst, den Berg hinauf, findest du eine alte Burg. Sie war früher einst von den Klerikern besetzt. Heute haben sich dort eine Menge Häscher eingenistet. Dort sollte es mit Sicherheit noch einige Tische geben. Leg die Köder dort drauf. Selbst wenn von Häschern kaum Menschliches mehr übrig ist, sollten sie doch noch Essen auf Tischen erwarten. Auch wenn es nur im Unterbewusstsein ist. Alles klar. Ich werde die Köder für dich auslegen. Gut, hier, nimm die Köder. Wenn du die Köder ausgelegt hast, komm wieder zu mir. Ich werde dich angemessen bezahlen. Leuchtendes Elex. Okay. Wenn du das mehrfach machen musst, speicher für jeden Köder. Ah.
Zum Glück haben wir Kaya mit dabei, mit ihrem Feuerzeug. Und ich muss jetzt wohin? Boah, die Mission wird nie angezeigt. Ach, ich muss sie wieder extra auswählen. Hoffentlich. Oh, Gott sei Dank. Manchmal wird es nicht angezeigt. So, wir fliegen hier hin und dann speichern wir. Aus Erfahrung kann ich nur sagen, dass bei mir der Drache damals sofort angeflogen kam. Oha. Gefährliche Gegend. Ja, hier ist es nicht ohne. Ah ja, da hast du recht. Da ging es um Drachenköder bei Inquis. Oha, ja. Sofort geht's los. Heißt der nochmal? Lorfinder, so. Ah ja, komm, wir haben keine Zeit für sowas. Also als der letzte ausgelegt war, kam der gleich. Achso. Zack und schon war er da. Also für hier muss... Das sollte reichen. Aha, okay. Hier liegt schon genug. Ja. Das sollte reichen. Ja, sind wir auch schon mal durchgeflogen. Was? So, das war alles. Ich sollte zurück zu Alzheimer. So in etwa. Hm. Okay, das war fix. Können wir mal zurück und dann können wir mal speichern. Wie gesagt, wir sollen jetzt noch mal sehr. So, mal schauen, was sie will.
So, sind wir da. Wegen der Mutanten. Okay, so kann man auch mal andere Erfahrungen mit sehr ähnlichen Quests machen. Ja. Ich habe die Elex-Köder ausgelegt. Sehr gut. Dann müssen wir jetzt nur noch warten, bis sie gefressen wurden und sich das Kontrastmittel in ihren Körpern verbreitet hat. Ich kann dir allerdings nicht sagen, wie lange das dauert. Askeel wird wissen, wie lange die Verbreitung braucht. Ich werde Rücksprache mit ihm halten. Ich gebe dir dann Bescheid, wenn du die Häscher ernten kannst. Mit Emotionen ist nicht zu spaßen. Treibt es nicht zu weit und erinnert euch an die Übungen, wie ihr sie wieder loswerden könnt. So, wie sieht's hier aus? Können wir denn wieder kämpfen, oder? Müssen wir nochmal gucken, ob wir da wieder hinkommen. Ja, am Ende sind es vielleicht die. Geht's immer zum Kerker, oder? Ja. Nee, warte mal, das ist glaube ich gerade vor dann über. Das ist die Ecke. Hier ist er. Ein Kopf oder was? Ich will kämpfen. Wie gesagt. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Bis dann. Für deinen nächsten Auftritt. Schau einfach von Zeit zu Zeit vorbei. Wie Kaya direkt in der Treppe steht. Was? Warum geht das nicht los? Ich will kämpfen. Wie gesagt. Oh, okay. Was das hier früher wohl mal war? Sind das manchmal für Missionen, ey? Gut. Wie sieht's bei dir aus? Gut, ich sammle viele neue Eindrücke an deiner Seite. Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ich bleibe hier. Auch umgewandeltes Elex bleibt gefährlich. Lasst lieber die Finger davon. Euer Herbert aus dem Orbit. Zehn Stück rohes Fleisch.
Ah, dieses Abstürzen ist nicht gut. So, wir machen uns jetzt mal zu dem Händler auf. Mal hier oder hier?
Zeig mir deine Ware. Nichts lieber als das. Oh, Vollstrecker Axt, sehr gut. Ah, okay. Großer Elix-Trank. In dieses reicht. Aha. Na aber. Lass mich meine Arbeit machen. Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Ich kenne den Typen nicht. Hast du gehört, dass du das tun? Komm ich denn hier rein? Willst du das noch erzählen? Gott, angeblich leben sie im Untergrund. Du hast es immer noch nicht kapiert, was? Nichts macht. Macht nichts falsch. Darüber schweige ich mich aus. Ich weiß, von wem du redest. Ich fürchte. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. Diese Fremden gefallen das mir. Das meint nicht. Sie doch nicht ernst. Lass mal was trinken. Ich weiß auch Hunger? Was kann ich dir bringen? Wo ist Skinny? Ich will meine tägliche Ration abholen. Die Zeiten von Gratisfutter sind vorbei. Der Penner hat einfach die Biege gemacht. Und jetzt? Nicht jetzt. Ich muss diesen Laden von nun an alleine schmeißen. Skinnys Gratissuppe war ein Deal, den er mit Red hatte. Ich habe damit nichts zu tun. Kein Skinny, keine Gratissuppe. Tut mir leid. Kann ich dir was anderes anbieten?
Gib mir was zu essen. Worauf hast du denn Hunger? Ach. Behalt das besser für dich. Nicht mein Problem. Angeblich leben sie im Untergrund. Das klingt für mich nach Schwachsinn. Verdient hat er das nicht. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Darauf kommst du erst jetzt. Dafür ist es jetzt wirklich zu spät. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Du sollst trinken. Ach. Diese Fremden gefallen mir nicht. Auf was? Nervt. Ich verstehe. Hallo. Behalt das besser für dich. Ah, wie bekomme ich nur diese auf? Nicht so eng. Das klingt für mich nach 10 Stück rohes Fleisch. Wir sollten uns nicht alles gefallen lassen. Ich weiß auch nicht. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Arbeit zieht Arbeit nach sich. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ah ja. Ich merke es sofort, wenn hier was fehlt, klar? Ist es jetzt wirklich zu spät? Wer bescheißer wird zum Beschissen. In der Eiswüste holt man sich nur Frostbeulen. Ja, das brauche ich, Ross. Einfach noch mal eine Nacht darüber. Ich verstehe kein Wort. Auf was? Du bist nicht der Erste, der mir das erzählt. Das kann man so oder so sehen. Wie kannst du das sagen? Ich gehe mal rüber und frag ihn. Bis der später. Der Bescheißer wird zum Beschissenen. Kann man das nicht mitnehmen? Das Geheimnis hat sie mit ins Grab genommen. Gib mir was zu essen. Worauf? Warum ist das Fleisch schon gebraten? Du hast es immer noch nicht kapiert, was? Dafür ist es jetzt wirklich zu spät. Ich kann jetzt nicht. Klingt für mich nach Schwachsinn. Ach. Diese Fremden gefallen mir nicht. Ich weiß, von wem du redest. Das meint sie doch nicht ernst. Damit geht er mir seit Tagen auf den Sack. Darüber schweige ich mich aus. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Hier sind nur Waffen. Biggie. Gut, probieren wir es nochmal hier. Schon beeindruckend. Kaum zu glauben, dass hier mal flaches Land war, bevor der Meteorit Magallan verwüstet hat. Ja, so ist das, wenn Meteoriten auf die Erde einschlagen. Es ist nichts mehr, wie es war. Guten Abend, Maria, ich grüße dich. Willkommen zur Abendrunde Felix 2. Jetzt hier, wie war dein Sonntag? Oh, mein Akku ist auch nicht mehr so stark. Zum Ball zur Ruhe kommen.
glaube ich, erstmal hier. Aber ich glaube, wir haben ja zwei Möglichkeiten. The Branda. Zu Vicky. Ich weiß wirklich nicht, wieso irgendjemand in dieser Müllhalde lebt. Vicky, schau dich doch mal um. Vicky ist doch hier, ne? Nichts als Diebe, Mörder. Das ist sie doch, oder? Gehst du hier einmal in die falsche? Vicky, wie geht's? Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur das Beste. Wir können die froh sein, dass die Menschheit überhaupt noch existiert. Ja, dort schon. Ja, nach den Meteoriten. Aber dann muss es sich ja auch sehr gut verteilt haben, dass überall das Elex reinkommt. Mir geht's gut. Sonntag war entspannt und nicht viel passiert. Ach, das ist auch mal schön. Ja. Auch ganz entspannt soweit. Hier und da ein paar kleine Aufgaben gelöst. Ja. Aber ansonsten doch. Schon entspannt. Ist auch mal schön. Wunderbar. Dann ist ein guter Einstieg in die Woche. Und so garantiert. Twiddy oder Kontrollakku? Der eigene Akku, ja. Habe ich den schon? Trank des Kriegers. Erhöht die Stärke dauerhaft. Attribut. Verletzung. Kaffeebohnen. Ja, aber du hast doch gar kein... Du hast gar kein Fleisch. Was wollte ich noch? Ah ja. Nichts als Diebe, Mörder und Halsabschneider. Gehst du hier einmal in die falsche Seitengasse, war's das mit dir. Und dann lassen auch noch die Mütter ihre Kinder hier leben. Unfassbar. Ah. Das ist schon nicht so toll. Vielleicht hat sie ja noch das Fleisch. Boah, wieso kommt er zu mir? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Xander dir erlaubt hat, dich hier oben aufzuhalten. Verschwinde, du Penner! Was? Ich darf doch in das obere. Aber ich muss irgendwie zu der hinkommen. Ist das das Gebäude? Ja. Granaten hat die. Oh. Ah, hier geht's auch noch rein. Hallo? Ah. Ich kann mich daran erinnern, dass Xander dir erlaubt hat, dich hier oben aufzuhalten. Verschwinde, du Penner! Also ist das doch noch getrennt.
Ich brauche doch nur das Fleisch. So, wie sieht's jetzt aus? Kann ich hier irgendwas machen? Ja, aber das ist ja wieder Victor. Da passiert, glaube ich, noch nichts. So, was ist jetzt mit dem Auftrag? Kann man das mit dem Auftrag machen? Vielleicht kommt ja auch Nasty auf uns gerannt und sagt, sie hat wieder eine neue Idee, wo sie hingehen kann. Was sie machen kann. Ja, sehr schön. Bereit für große Schandtaten? Mach schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Nicht. Oder warte mal, ich muss es wieder aktivieren, oder? Komm mit. Nee, ihr seid mir zu viele. So. Warte mal. Ah ja. Bleib hier stehen. Wenn du willst. Geht das oder bin ich noch? Ach, sie wartet. Okay, wir sind noch verbunden. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Na gut. Ich hab das jetzt bei dem hier. Bereit für Gro- Mach schon, ich hab nicht. Mitkommen. Hab's kapiert. Okay, geht doch nicht. Ah, diese Missionen stellenweise. Das sind zwar alles Nebenmissionen, aber dennoch. Vielleicht geht das jetzt hier mit der Kampfsache. Ja, das läuft nicht ganz einwandfrei rund. Das ist vorhin schon wieder abgestürzt. Und dann springt es mal ein bisschen. Also ganz sauber läuft es nicht. Ja, das muss man schon mal sagen. Das ist stellenweise schon schade. Aber ansonsten. Wie oft veranstaltest du eigentlich so ein Empfangskomitee für den gut so im Jahr? Wir können das gerne wiederholen, wenn dir nach einer Tracht Prügel ist. Nee, lass mal. Halt die Klappe! Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Ich will kämpfen. Oh, immer noch nicht fertig. Die Arena ist noch nicht bereit für deinen nächsten Auftritt. Schau einfach von Zeit zu Zeit vorbei. Ich sag dir dann schon, wann es weitergeht. Oh.
Du weißt nicht, wann das weitergeht, was du machen musst in der Zwischenzeit. Ja. Nicht so eng. Nichts ist heutzutage mehr sicher. Es kommt, wie es kommen muss. Das kann ich immer noch nicht mit ihm hier machen. Wird schon schief gehen. Okay. Kann diese Mission nicht starten hier. Auch nicht. Selbst das geht nicht. Manchmal kommt es knüppeldick. Man muss das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Ja, ja. Sinn. Ich habe gehört, sie haben sich oben im Norden breit gemacht. Ah, okay, das mit dem Fleisch. Das geht auch noch nicht. Das geht mir am Arsch vorbei. Okay, das können wir jetzt mal probieren. Vielleicht ist ja genug Zeit vergangen. Versuchen wir es mal. Ob die Fallen genutzt haben, die wir hingelegt haben auf den Schreibtischen, dass dann die Kinder die untersuchen können. Das ist schon hier, oder? Ja. Warte mal, ist das... Askin, ich... Ach, ja, genau. Ich habe dich bereits erwartet. Deine Kaufberechtigung wurde angehoben. Du hast nun die Erlaubnis, Waren der Klasse 2 bei mir zu erwerben. Ah. Frag mich einfach, sobald du Einblick in die Lagerbestände haben möchtest. Zeig mir, was ich mit meinem Rang alles kaufen kann. Bitte sehr. Oh, jetzt gibt's sogar Helme. Das ist der, ich erinnere mich, wo gesagt wurde, jetzt kannst du dort mit einer höheren Stufe was besorgen. Das Problem war bloß, der Typ ist nie aufgetaucht hier in dem Gebiet. Und jetzt in der Mission wird es verbunden und der ist plötzlich da. Also das ist schon sehr komisch. Ach, das Los hat für Carbonara entschieden, Tweedy. Ich habe gegessen viel Käse heute. Das waren heute Tortellini, Tortelloni. Innen mit Käse und außen mit Käsesoße. Das hat geschmeckt. Es war, wie man vielleicht raushört, sehr käselastig. Lecker. Sowas gibt es auch mit Fleisch oder mit Spinat.
Bin heute auch mal wieder weg, wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, Maria, das hat mich sehr gefreut, dass du Zeit gefunden hast, mal kurz vorbeizuspringen. Dann komm gut durch die Nacht. Und ich wünsche dir einen schönen Wochenstart. Sehr gern, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dahin. Dankeschön. Ciao. Ignoriert das Fragezeichen, ja. Alles klar. Hört sich lecker an, aber ich meine damit mein Wunschessen. Ah. Das Los hat entschieden. Ah, siehste. Verbesserter Alphelm, okay. Guter Alphelm. Gewöhnlicher. ...3000, krass. Boah. Ja, ich möchte schon ganz gern die hier. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen aussortieren. So. Werkzeuge und Schlüssel. Also. Oh, warte mal, was sind das denn noch für Baupläne? Energiezelle, Granaten, Handgranaten, Raketen. Chili con carne, mittlerer Teil Elex Mana, Kartoffelpfanne. Also das klingt schon gut, Chili con carne und vor allen Dingen hier Kartoffelpfanne und Trank des Scharfschützen für Geschicklichkeit, okay. Geht es wieder um die Obduktion der Rottmolch-Innereien? Ich konnte die andere Hälfte leider nicht mehr retten. Wer auch immer sie entnommen hat, war äußerst grob dabei. Nein, darum geht es nicht. Die Innereien haben für meinen Unterricht gereicht. Ich brauche eine Einschätzung von dir. Ich habe einige Köder mit dem Kontrastmittel B352 versetzt und an einige Häscher verfüttern lassen.
B352? Für welches Körperteil ist das nochmal? Es soll die Amygdala der Häscher hervorheben, damit wir sie besser erkennen können, wenn wir... Ah, sieht schon ein bisschen creepy aus. Ach so, für das limbische System. Ja, verstehe. Was genau ist deine Frage? Wie lange braucht das Kontrastmittel nach der Aufnahme, um sich in der Amygdala auszubreiten? Ja, ich sehe dein Problem. Gib mir ein paar Stunden. Ich werde ein paar Simulationen laufen lassen. Wieder ein paar Stunden. Ich schicke dir eine Nachricht auf deinen Adjutor, sobald ich mehr weiß. Danke. Ich gehe Stärkter dann wieder Schutz. Zurück. Ja, das ist schon richtig gut. Gut. Ich kümmere mich drum, sobald die aktuell laufende Simulation fertig ist. Okay, kann ich jetzt nochmal direkt mit ihr reden? Achso, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Fangen wir an. Na gut, ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Ich denke mal hier, man könnte sagen, hier wäre vielleicht auch gleich Giftschutz oder was drin. Zeigt sonst noch was an? Geht wahrscheinlich auch noch nicht. Weiß eben nie bei dem Hin- und Herfliegen, ob das dann was bringt. Ist okay? Geht so. Also nicht. Nehmen jetzt hier. Bereit für große Schandtaten? Ja, alles klar, mach das. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Geht auch nicht. Was ist das für Mission, ey? Hallo. Geht's dir gut? Na klar, danke. Komm mit. Ihr seid doch schon genug. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Klar noch. Mitkommen. Na gut. Ah, oh, und es zeigt nichts an.
Dieser Zeitrahmen, das ist nicht so gut gelöst. Sei froh, bei Skyrim gibt es eine Quest mit Bug, wo es jedes Mal abstürzt, wenn man das entsprechende Haus betreten will. Na, das ist ja super toll. Kannst du ja gar nicht abschließen. Aber das müsste eigentlich jetzt behoben sein, oder? Man kann auch von der Seite kommen. Okay, hier mein Bericht über die anstehende. Oder ich rede mal mit dem Adam. Das kann ja auch sein. Zeigt ja gar nichts an. Ganz Ohr. Zig versuche immer wieder mal zwischendurch, hat es sehr funktioniert. Jedoch ist sie ja, das ist ja nicht toll. So weit, den Skyens die Stirn zu bieten. Darum muss ich immer wieder bei ihnen nach dem Recht. Des Weiteren bleibt so. Oh, warum geht das nicht? Er war doch hier drin, oder? Ja. Versuch mal kurz mit dem zu reden. Eher unwahrscheinlich. Ich denke mal, dass es für solche Updates zu alt ist. Ah, okay. Der Fehler bleibt erhalten. Denk immer daran, es ist deine Willensstärke, die uns alle retten kann. Also bewahr sie dir und bleib standhaft. Toll. Na gut, gehen wir Freunde und Ladies. An dieser Stelle machen wir jetzt mal Schluss. Denn wir sehen ja, dass es irgendwie noch gar nicht greift. Und wenn die Zeit dann weiter vorangeschritten ist, denke ich, dass wir da weiter vorankommen. Ja, es haben wir richtig schützende, unheimliche Maske. Aber ich denke, bei dem anderen gibt es noch eine Stufe mehr, dann kommt noch besseres Zeug. Nächstes werde ich wahrscheinlich mal das Oberteil verstärken. Ja, dann vielen Dank fürs Reinschauen, Nachschauen oder auf der Tube. Und ja, angenehme Nachtruhe. Kommt gut rein in die neue Woche. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit hoffentlich geht die Mission weiter. Ja, das kann man hören, die Ohren sind frei. Gut, Kaya sagt auch Tschüss. Vielen Dank, Elchristia. Merja ebenfalls. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dankeschön. Und ciao.